Moin und damit herzlich willkommen zurück hier zu Sons of the Forest. Da sind wir wieder und hier diesmal in einer Höhle, nicht in unserer schönen warmen Hütte. Ich hätte einfach mit Narsch zu Hause bleiben sollen. Da haben wir hier irgendwo in der Nähe eines Sees eine Höhle gefunden und wir haben schon gesehen, wir sind hier nicht alleine. Hier sind so einige Gegner unterwegs. Da hinten sehe ich auch schon ein paar rumspringen. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, wie wir das hier am besten machen. Ich würde mal jetzt auch die Keule nehmen. Und hier einfach vorsichtig herumlaufen. Weil die waren, soweit ich weiß, taub und blind. Die können uns weder sehen noch hören. Beziehungsweise die können uns nicht sehen. Aber hören können sie uns schon. Wenn ich jetzt hier nicht auf irgendwas herumlaufe, was Geräusche macht, hoffe ich einfach mal, dass wir hier durchkommen. Und ansonsten weiß ich nicht, was wir machen. Dann rennen wir vielleicht. Oh, so fies hier, ne? Hier ist überall Wasser. Weil sobald die anfangen zu flitzen, wissen wir, scheiße, wir müssen weg. Dokument. E-Mail. Rob Blue an Jackson Poulette. Vom Puffton Industry, 1. Januar, 13.27 Uhr. For your information, this is what are you looking for. Also darum geht's irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab noch ein bisschen Stoff, ne? Ich hab noch ein bisschen Wodka. Dann machen wir erstmal zwei Molotow-Cocktails. Dann haben wir die auch schon mal. Wir haben ja gerade so viel Stoff, das müssen wir ausnutzen. Und ich würde gerne das Ding wieder in die Hand nehmen. Und das Feuerzeug. Und dann krieche ich hier jetzt mal vorsichtig weiter. Ja, da ist so einer. Da geht es irgendwo lang. Oder? Okay, wir sind jetzt also links lang gelaufen. Ich habe mich gerade voll verjagt. Fledermäuse, was ist denn mit euch? Ihr seid doch meine Freunde. Warum seid ihr so gemein zu mir? Boah. Was ist das hier? Mama? Bist du da? Kannst du mich bitte abholen? Scheiße, was ist das? Was ist das? Das hängt da fest, oder? Bitte sag mir, dass das da festhängt. Das viele Arme. Sollen wir uns da durchsprengen? Sehe ich das richtig? Ich glaube ja, ne? Aber wenn wir das jetzt hier in die Luft sprengen... Das ist doch scheiße laut, dann kommen doch sofort alle da angerannt, oder? Ich meine, wofür ist sonst da das Sprengstoff, aber... Warum war der jetzt da? Blockiert das Viech dann was, oder... Kommt uns das hier gleich hinterher gerannt oder so, geschlurft? Wer weiß, wie groß das Viech wirklich ist. Weiß ja nicht, ob bei dem... Ach, guck mal, das ist das Zeug, was sie hier suchen. Irgendwie so ein Metall. Bloß nicht ins Wasser laufen. Bloß nicht ins Wasser laufen, scheiße. Wir rennen dann mal. Juhu, moin Leute. Wir sind hier. Oh, kann ich irgendwo lang? Nö, shit. Uah. Woher weißt du denn jetzt bitte schon, wo ich bin? Ist schon tot? Nee. Hab ich ihn? Ich hab ihn.
Ich weiß halt auch nicht, wie viele da sind, ne? Wo ist der? Da vorne? Sehr groß. Der ist auch tot. Den kann ich auch aufschlitzen. Boah, Alter, Leute. So, was haben die denn? Die haben Rüstung oder irgendwie so, ne? Was ist noch diese Ekelrüstung hier? Habe ich da noch was? Kapuzenpulli? Ist der besser? Warte mal. Was ist das? Ach, hier kann ich auch vergleichen. Die hilft nicht gut gegen Nasses, aber gut gegen Wärmeverlust und ist bequemer, ne? Aber hier ist es ja relativ nass, dann würde ich eher die taktische Jacke tragen. Die Mutantenrüstung lege ich jetzt einfach mal an. Wir sind hier noch nicht fertig. Irgendwas rennt da am Wasser noch lang. Was ist das denn? Kreuz? Ave Maria. Weiche von mir, Satan. Okay. Mit dem Kreuz habe ich jetzt nicht gerechnet. Was für Sinn und Zweck hat das Gerät dann? Ach, guck mal, hier sind ganz viele Pillen, aber die können wir alle gar nicht gebrauchen. Da ist noch ein Molotow-Cocktail. Schädel. Okay, also da können wir jetzt nicht langlaufen. Gut, dann gehe ich jetzt mal zu diesem Viech, ne? Und da rennt... Ich glaube, vor uns rennt irgendwas. Oder es ist nur die Reflexion im Wasser. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß nur, dass wir hier relativ trockenen Fußes rüberkommen. Ohne großartig Geräusche zu machen. Ey, ich muss auch sagen, diese Schädelkeule, ich glaube, die hätte ich viel früher schon benutzen sollen. Ich habe das Gefühl, die macht ganz ordentlich Damage. Weil ich muss auch sagen, der eine, der hockte ja auch in so einer betenden Pose, ne? Steht denn da, was dieses Kreuz macht und bringt? Nö, ist aber nur ein Kreuz. Sehr gut. Da unten ist, glaube ich, auch nichts, ne? Ist einfach nur so ein Gang. Ist auch schon gruselig, ne? Da unten ist einer, da oben ist einer, fragt man sich auch warum. Das Ding ist voll gruselig. Das Ding ist voll gruselig. Ich hoffe, das hängt da wirklich fest. Nicht, dass das doch nach ein paar Minuten hier rauskommen kann oder so. Kann ich hier vielleicht vorher irgendwie speichern? Oh. Das geht? Wie toll ist das denn? Ich kann speichern. Okay, dann jagen wir dich jetzt einfach mal in die Luft, ne? Ob das gut ist, weiß ich nicht. Drei Stück. Ich weiß nicht, was die für einen Wumms hat, ne? Wie werfe ich die? Errungenschaft freigeschaltet. Pinata? Kommt denn dann da irgendwie was raus, oder... Pinata ist ja normalerweise gefüllt. Das Ding hat's voll zerlegt. Da liegen Arme, Beine. Das ist ja abartig. Was ist da? Hallo? Okay, das Ding hat tatsächlich irgendwie einen Weg blockiert. Ja gut, wenn da halt schon irgendwelche solche Sachen da rumliegen, ne? Kann ich da hoch? Ich kann hier hoch. Bin ich hier irgendwie safe vor irgendwie was? Ich nehme mal kurz die Taschenlampe. Ich
ich will mal weiter wissen, wie es da aussieht. Okay, da sehen wir leider nicht viel. Ich meine, wir haben ja auch gespeichert, ne? Also wir haben sonst die Hälfte der Höhle hinter uns, hoffe ich mal. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein hier. Da kann ich auch hochspringen. Da hinten sehe ich auch wieder Licht. Dann nehmen wir nochmal die Taschenlampe. Da sehe ich aber jetzt auch erstmal nichts. Okay, also wieder Feuer zurück. Laufe ich auch geduckt? Ja. Da vorne sitzt einer. Oh, hat er mich jetzt wahrgenommen? Ich glaube ja. Scheiße. Ich konnte ja doch ein bisschen sehen. Nicht so laut. Okay, hier rutscht man runter. Das ist nicht gut. Wo ist er hin? Vorne läuft er lang. Wie so ein Blinder im Dunkeln, ne? Oh. Wir machen mal was. Granate. Hat auf jeden Fall ordentlich geknallt. Leuchtfackel. Oh. Da sind auf jeden Fall einige. Aber die Granate hat einigermaßen gesessen. Was? Gord? Okay, wir brauchen mehr Licht. Wir sollen hier zwecks der Arbeitssicherheit die ganze Höhle hell erleuchten. Scheiße, sind noch mehr. Was meine ich jetzt? Habe ich noch eine Bombe? Molotow? Oh oh. Nimm doch die Keule. Nimm bitte die Keule in der Hand. Oh nein, der eine brennt. Oh Gott, wie viele kommen denn da? Zeitbombe. Oh, scheiße. Die sind alle direkt vor mir. Scheiße. Überholen. Wenn die hinter mir kommen, dann bin ich tot. Ach Mann! Er ist tot. Bist du tot? Bleibst du tot? Ja. Oh Gott, Leute. Mama mia, ich hasse dieses Spiel. Warum spiele ich das? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich weiß es nicht. Und dann auch noch Let's Play, sodass ich noch nicht verabbrechen kann. Weil sonst ist es blöd. Aber es ist mir auch nicht zu gruselig bisher. Bei The Forest 1 hatte ich nachher sogar irgendwie von den normalen Einwohnern so ein bisschen... Ja, Schiss, sage ich jetzt mal. Hier geht's eigentlich. So, ich nehme jetzt hier nochmal eine Rüstung. Jetzt laufen wir nochmal vorsichtig weiter. Wir haben, glaube ich, leider vorhin das Licht kaputt gemacht, ne? Kann ich das eigentlich? Nee, geht nicht. Hatte gerade gehofft, dass wir da dann vielleicht irgendwie
Oh, Seile sind voll. Medikamente auch. Können wir die Seile noch für irgendwas Sinnvolles verwenden? Ja, können wir. Wir haben ja auch noch so ein Pfeil hier. Ach, ist voll. Knochenrüstung, Klebeband hätten wir. Wir machen halt nochmal Knochenrüstung raus hier. Wenn der Rest schon alles voll ist. Da können wir das Seil mitnehmen. Hat der hier noch so ein Mehl? Medikamente. Sollten wir uns merken, dass die da sind. Was ist denn da los? Oh. Da rennt so ein Fingerviech lang. Diese aufgeklappten Dinger da. Hilfe. Weiß doch Gott gar nicht, wo ich hier langlaufen soll. Weil ich hier das Gefühl habe, die Gegner können von überall kommen. Hier? Ob ich hier nochmal speichern kann? Da kommt was. Oder? Ich speichere jetzt mal ganz unten, wobei... Ja doch, dann haben wir hier sonst nochmal den anderen Tag. Falls ich jetzt sterben sollte oder sonst irgendwie was, dann... Muss ich auch nicht wieder durch die ganze Hülle zurücklaufen. Das kann ich mich einfach nach draußen setzen. Draußen wieder absetzen lassen. Oh. Das. Scheiße, der kommt schon auf mich zugerannt. Wow. Oh Gott. Der haut aber echt zu. Komm her, Kollege. Mann gegen Mann, sagte er und starb. Zurück. Schnell heilen. Oh, Leute. Also die mag ich gar nicht. Die sind mir zu heftig. Oh, Mutantenrüstung. Spiel pausiert doch, oder? Das klingt gerade so, als ob es mich gerade schon frisst. Aber wir heilen uns. Kann ich das vielleicht stunnen? Bringt das was? Wir probieren das gleich mal aus. Erstmal trinken wir noch einen Schluck. Trinken. Bloß nicht ausrüsten, außer Sinn klicken. Das wäre fatal. Und dann essen wir hier noch so einen Riegel. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Energie. Essen brauchen wir, wenn noch nicht. So, jetzt. Schieß! Ach, wir müssen nachladen. Oh, scheiße. Okay, das war eine ganz dumme Idee. Ah, scheiße. Okay, meine ganze Rüstung ist weg. Ist er tot? Der ist tot. Okay. So, Heilung haben wir. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr von denen. Wehe, da sind auch mehr. Okay, den haben wir geschafft. Der ganze Schädel ist so voller Blut, ey, oh mein Gott. Ist das schrecklich irgendwie. Okay, da vorne geht's irgendwo lang. An den hängt auch gar nichts, ne? Nicht so laut vielleicht. Dass ich hier jemanden... Nicht, dass ich hier jemanden anlocke. Scheiße.
Nein. Doch. Die Bombe ist explodiert. Ich dachte gerade, die Bombe wäre nicht explodiert, weil die ins Wasser gefallen ist. Kann ich die mal eben schnell... ist das zusammengewachsen? Human Centipede, wie hieß dieser komische Film? Ich habe den nie gesehen, aber mal so ein Coverbild davon gesehen. Okay, so was ist das hier? Das sieht aus wie irgendein Wesen, was in eine Kammer gesperrt wurde und Telekinese oder so kann. Und die Leute außen überall quält. Das macht mir wirklich sehr viel Mut. Nicht. Habe ich hier noch so ein Leuchtfackelding? Oh, ich habe nur noch zwei, ne? Ja, versuchen es mal, aber... zufrieden bin ich damit jetzt nicht. So, nehmen wir mal die Keule in der Hand. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ist das Wasser da drin, oder? Nach Möglichkeit gerne wenig Geräusche machen. Sofern das in so einer Höhle geht. Okay, ich glaube, wir sind hier ganz gut durchgekommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass nicht hinter uns noch irgendwelche Monster spawnen und uns weghauen. Ach nö, ne? Und, oh Gott, sind da viele. Shit. Ich hatte gedacht, ich treffe die. Pustekuchen. Das ist tot und das ist tot. Hoffe ich. Da rennt noch eins. Eins. Von wegen. Ah, ich hab's gesehen noch, das Mistviech hier. Tot? Tot. Das tot? Wo ist das hin? Was sind das denn für Viecher hier? Ja. Bist du tot? Ja. Oh Mann. Gott, ist das grausam und gruselig. Oh, Leute, erstmal heilen. Ich brauche Medizin. Ganz viel Medizin brauche ich. Oh Gott. Oh Gott, ja. Okay, so. So, nochmal drei Molotow-Cocktails. Gott. So, Mutantenrüstung habe ich noch zwei. Ja, würde ich jetzt einfach mal anziehen. Ich weiß es ja sonst auch nicht. So, noch eine Feldration essen. Und dann nochmal ein Schlückchen trinken. Sind wir schon mal so weit versorgt? Oh, ja. Okay, so waren das jetzt alle? Den konnten wir nicht öffnen. Da liegt noch so ein Baby rum. Da
Das ist ja tot. Da liegt nichts mehr. Irgendwas rennt hier noch rum, ne? Da liegt ein Arbeiter auf dem Boden. Oh. Ah, Leuchtfackeln. Und Geld. Oh, Laptop. So wird zum Thema leise sein. Hm, okay. Oh, die Höhle ist ganz schön groß hier, kann das sein. Halt mich jetzt ja mal irgendwie links. Ich glaube, so am Rand vorbeilaufen ist ja eigentlich sinnvoll, ne? Ich meine, wenn man nichts sieht, ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, irgendwie da durchzukommen. Kann ich hier vielleicht nochmal speichern? Also wie im Labyrinth, im echten Labyrinth, da kannst du immer links oder immer rechts gehen. Da kommst du auch irgendwann automatisch aus dem Labyrinth raus. Auch wenn es lange dauern wird, aber es ist eine sichere Methode. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es ein Labyrinth gibt, was so groß ist, dass man danach sonst stirbt oder so. So, einmal speichern. Na? Mitgenommen wieder. Ich hätte gerne wieder die Keule. Die ist auf Taste 4. Ich sollte mir das mal merken. Dann laufe ich jetzt hier mal links lang. Da hinten rechts geht es bestimmt aber auch noch weiter, oder? Aber das ist gut, dass wir in den Höhlen noch irgendwie speichern können. Auch wenn mir das auch nicht gefällt, hier dann wieder neu zu starten, falls wir sterben. Und Spielstand neu laden. Zumal ich nicht weiß, ob dann die ganzen Gegner auch wieder da sind. Das könnte natürlich sein, ne? Aber vielleicht war das doch keine gute Idee zu speichern. Wobei, das scheint auch nicht mehr zu sein, ne? Von da kamen wir ja. Geht's da vielleicht doch ganz normal weiter? Und das sind nur so, ich sag jetzt mal, Abzweigungen. Boah, hier durchlaufen, ey, mein lieber Mann. Ja, dieses Feuerzeug, was kaum Licht macht, ne? Was ist das überhaupt für ein komisches? Wisst ihr das? Kennt ihr so ein Feuerzeug? Was ist das für eine Art? Weil das scheint ja irgendwie was mit einem speziellen Licht zu sein. Eine spezielle Flamme, spezielles Material. Vielleicht auch eins, was, keine Ahnung, unter Wasser brennt. Was ist denn das hier? Das sieht so... ein Glibber. Das ist doch Glibber, was da dran hängt. Ganz komischer. Ja, mal gucken, was hier gleich noch ist, ey. Oh je, oh je. Davon ist was. Mal geben wir die Taschenlampe. Ferne sehe ich gerade nichts. Ich laufe hier, glaube ich, mal mit der Taschenlampe lang. Ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen... Achso, das ist nur so ein Stein. Ein bisschen lieber. Das ist dieses komische Material, ne? Sieht von der Farbe aus wie Gold oder Messing, ist aber, glaube ich, keins. Das nimmt, soweit ich weiß, andere Formen an. Ich glaub, wir können das Feuerzeug wieder nehmen. Jetzt hier ganz langsam und behutsam hier durch. Na, Kisten muss ich leider kaputt schlagen. Also jedenfalls, sofern man an den Inhalt ran will, ne? Jetzt haben wir das Problem. Ich habe ein Seil. Kann damit aber auch nichts mehr machen. Auch keine Knochenrüstung oder so. Ach, was ich gar nicht getestet habe, ist, ob man diese Mutanten auch verbrennen kann. Aber ich habe mir den komischen Zusammengewachsenen noch gar nicht angeguckt.
Naja. So, was ist hier? Hier ist irgendwie Licht. Was heißt das? Ist hier nur wieder ein Arbeiter oder so? Also die Arbeiter waren also wegen irgendetwas im Auftrag von irgendjemandem, wahrscheinlich der Puffcorp. Nee, doch, Quatsch, im Sinne von der, der Auftrag kam ja von der Puffcorp Corporation, oder wie hießen die nochmal? Pufftorp? Puffcorp? Irgendwie so komisch, ihr wisst, was ich meine. Und die sollten jetzt dieses Zeug hier suchen. Also das, was hier überall wächst, in diesen Höhlen. Und aus irgendeinem Grund ist diese Insel bevölkert mit gefühlt Tausenden von Kannibalen oder komischen Ureinwohnern. Okay. Geht's da weiter oder? Ich glaube, da geht's weiter. Und gleichzeitig gibt es hier überall Mutanten. Und ich weiß nicht warum, das wollten sie halt irgendwie abbauen. Wahrscheinlich. Oder halt irgendwie verwenden oder. Oh, Fledermäuse. Mensch, armer Fledermausschwarm. Was ist mit ihm passiert nur, ne? Waren sonst immer so brav und hilfsbereit und jetzt erschrecken sie mich hier sogar noch in der Höhle. Nicht irgendwelche Abtrünnige, die sich hier vom Schwarmbewusstsein getrennt haben. Schweinebacken. Junge! Wo kommst denn du jetzt her? Ich will auch was Schweres atmen. Ja, los, nimm dir die Rüstung. Okay, also wenn da was Schweres atmet, sind das glaube ich meistens diese Fingerviecher. Sieht man noch das zweite Stück Rüstung an. Schleiche ich noch? Ja, ich schleiche noch. Oh Gott. Diese ganzen Stalagniten oder wie die hier heißen, ne? Ah, die hatten ja unterschiedliche Namen. Die von oben kommen und die von unten kommen, ne? Beziehungsweise da langsam lang wachsen. Okay, da schläft irgendwas auf dem Boden. Der mich in Ruhe lässt. Ich glaube, der spürt mich. Der schläft dort. Oh, jetzt Leute Geräusche machen. Noch hat er mich nicht gesehen. Oh doch, der hat mich gesehen. Scheiße, renn. Mir hinterher? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Bei den Leuten lag gerade nichts, ne? Wobei Rennen geguckt, aber. Vor allem, warum hängen die hier alle so? Was hier? Oh, noch mehr Babys. So tot? Noch nicht genug hier. Das Miststück. Das war knapp.
tot? Gut. Nicht, dass sie den gleich da hinten noch anlocken. Dann bin ich sauer. Da ist noch eins von diesen Viechern. Zwei sogar. Komm her. Los. Alle hopp. Jetzt habe ich die Lampe kaputt gemacht. Shitte. Das ist eine Kiste. Die ist aber zu. Die bleibt auch, glaube ich, zu. Hier liegt noch ein Arbeiter rum. Die haben auch alle nix, ne? In The Forest 1, da war es ja so, da konnte man da Sachen rausnehmen von denen. Das waren ja dann die Flugzeuginsassen. Die hatten dann Geld, Uhren und so ein Gedöns halt mit, ne? Aber hier geht das scheinbar nicht. So, hier sind noch mehr Seile, die können wir leider alle nicht benutzen. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, mein lieber Mann, ey. Wann ist denn diese Höhle zu Ende? Wo geht's jetzt hier hin? Was ist hier? Da ist gar nichts. Das sieht doch eher natürlich aus. Ah, wie groß und riesig die ist, ne? Oh, cool gemacht, auf jeden Fall. Klar, aber ganz schön anstrengend. Oh Gott, ich gerade da, läuft wieder so ein Fingervieh. Sag mal, wo geht's denn hier hin? Was war das gerade? Hier ist eine Weggabelung, ne? Scheiße, wo müssen wir jetzt hin? Kann ich hier nochmal speichern eben? Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Geradeaus oder rechts oder links oder keine Ahnung. Einmal kurz speichern. Ich überspeichere jetzt hier einfach mal. Keule wieder in der Hand. Na, geh bitte kaputt. Danke. So, jetzt habe ich die wieder mitgenommen. So, weiter oben gibt es ja auch irgendwo lang. Aber ich würde sagen, hier geht es eher raus, ne? Ganz viele komische Sachen. Wo, hier ist eine Sackgasse, ne? Oder? Schrotkugeln? Noch eine Zeitschrift? Genau, der CEO hiervon wird vermisst, ne? Das ist Edward Pufton. Und seine Familie und die Behörden wollen schauen, wo der ist im August. Wir haben hier Nachrichten gefunden aus, aus Januar. Ende Januar waren die Arbeiter hier. Jetzt ist schon August und der ist ja seit 31 Wochen vermisst. Was ja schon echt ewig ist. Okay, kaputt machen kann ich das nicht. Vielleicht können wir da schon mal einen kleinen Blick durchwerfen hier mit der Taschenlampe. Naja, sehe ich auch nichts, ne? Gut, dann nehmen wir wieder die Keule. Und das Feuerzeug bitte. Dann würde ich jetzt einfach mal da unten rechts dann langlaufen. Wie langgezogen das auch ist. Und da wächst doch irgendwie überall was. Oder sind auch gleich schon kleine Stalagmiten oder wie die Dinger auch immer heißen, die von oben kommen. Ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr mir sonst gerne in den Kommentaren schreiben. Und hier ist überall dieses Zeug. Ja, hier ist auch Zeug. Sagen wir es mal so. Das sieht allerdings nicht sehr gesund aus. Hier ist überall Schleim. Ich will hier nie lang. Warum haben wir so komisches Zeug?
Kann ich mal kurz die Taschenlampe nehmen, welche Farbe das Zeug hat? Ja, so klarsichtig, ne? Dieser komischer, klarsichtiger Schleim. Feuerzeug bitte. Ich habe das Gefühl, dass wir dann vielleicht auch zwar weniger sehen, aber die Monster reagieren nicht so auf uns. Oh, ein Snack, immerhin. Was man halt in so einer Höhle findet, ne? Hier können wir durch. Alter! Ich hätte mal ganz gerne kurz einen Molotow-Cocktail. Die brennen soweit. Ah, Mann! Bist du tot? Das Geräusch noch am Ende. Also offenen Rücken oder wächst irgendwas raus, ne? Ja, ist das eklig. Was? Errungenschaft freigeschaltet. This place isn't so bad. 25. Aber wahrscheinlich, weil wir jetzt hier 25 Tage schon da sind. Hat die Bibis getötet? Oh ja, der Molotow-Cocktail hat gesessen. 4 Stück habe ich erwischt. 4 von 5? Ich finde, das ist eine gute Quote. Und ich glaube, ich würde hier nochmal speichern. Wenn das geht. Ja, perfekt. Oh, bin ich froh, dass wir hier speichern können. Dass nicht der ganze Fortschritt weg ist, falls ich sterbe. Andererseits, ich weiß nicht, wie spaßig das wird, wenn wir hier jetzt sterben sollten, beziehungsweise auch vielleicht nicht komplett rauskommen, den Spielstand neu laden müssen. Wie das dann hier aussieht mit den ganzen Monstern. So, Taschenlampe einmal. Da sehe ich nicht viel. Da geht es irgendwie hoch und hier geht es geradeaus. Wo würdet ihr lang gehen? Hier ist Wasser, ne? Nochmal Taschenlampe. Vielleicht kann ich mir die hier auf die, ich weiß nicht, 9 packen. Kann ich da schneller wechseln. Okay, da geht es noch überall weiter. Ich laufe jetzt erstmal da oben lang. Wenn da eine Sackgasse ist, können wir ja zurück. Und ansonsten, wenn da keine Sackgasse ist, schauen wir sonst mal. Ah doch, ist eine Sackgasse. Das würde ich gerne mitnehmen, danke. Ein Pfeil immerhin. Der sieht auch definitiv tot aus. Und hier war noch ein Laptop. Ah, siehst du mal, das war gut, dass ich jetzt hier oben erst lang gelaufen bin. Ja, so ein Köfferchen. Und weiter geht's. Also ich muss sagen, ich mag diese Waffe bisher, ne? Also die finde ich zwar hässlich. Auch ein bisschen merkwürdig, mit so einem Schädel hier zuzuschlagen. Aber ich finde, die macht ordentlich Schaden und man kann ganz gut damit blocken. Besser als die Machete, die wir davor hatten. Ich glaube, da lief gerade was, oder? Ich bin mir nicht sicher. Lief da was? Och nö. Weißt du was? Hört mich mal, ich habe ja gespeichert. Kann ich da auch noch hin? Nee, da ist nichts. Oh! Hilfe, Alter. Aber die sind nicht so schnell. Noch mehr Babys. Alter, wie viele sind denn hier? Scheiße, mach doch einen Molotow-Cocktail an. Toll. Jetzt sind die alle schon zur Seite gerannt.
die helle Aufregung. So, schnell eine neue Rüstung. Eine hatte ich noch, ne? Ich habe doch keine mehr. Scheiße. Kann ich mir daraus eine Rüstung basteln? Platine. Oh, Batterien. Das ist ganz schön teuer dann, ey. Was? Kettensäge? Ich will auch eine Kettensäge haben. Draht und Klebeband. Machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was das wird. Tech-Rüstung. Oh Gott, sind das viele. Uah, Hilfe. Oh Gott, sind das viele von den Viechern. Was ist das denn? Oh, geil. Das ist so ein Seilwerfer oder so. Warte, warte, ich fall runter. Okay. Da kommen wir bestimmt raus, oder? Wir haben Seilwerfer gefunden. Das ist ja mega cool. Ist hier unten noch irgendwie was? Nee, ne? Hier ist gar nichts. Ich bin nur gerade fast vom Seil runtergefallen. Weil ich das Stofftuch, was da oben war, aufheben wollte. Ich sollte vielleicht mal langsam was essen und trinken. Also mal eine Feldration. Ach, erst trinken, dann essen. Ich vergesse das immer. Nee, Quatsch. Erst essen, dann trinken. War doch richtig. Ah, komm, wir nehmen mal nur die Flasche hier. Und eigentlich könnten wir dann noch einen Energy Drink trinken. Und dann müssten wir jetzt hier genau ein bisschen wacher sein und auch hier der Flüssigkeitshaushalt. Der stimmt wieder halbwegs. Hilfe, 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 ich werde verfolgt. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Ich laufe jetzt einfach. Ich hoffe, dass die Höhle jetzt gleich zu Ende ist. Ich bin lang genug hier drin. Gerne noch so ein paar Items hier, ein bisschen Loot. Ja! Da können wir raus. Oh mein Gott. Tageslicht. Ja, okay, Tageslicht. Oh Gott. Taschenlampe aus. Feuerzeug in der Hand. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hier bin, ne? Ich würde jetzt hier einfach mal die Plane aufschlagen. Guck mal, die Tech-Rüstung, die leuchtet ja richtig. Dann würde ich mal eben schnell speichern, falls wir wegrennen müssen. Erstmal die Hülle überspeichern. Ruhig nochmal. Ich hoffe, dass mir hier nichts passiert. Dann übernachte ich mal, dass hier endlich Tag wird. Ey, 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 ey. So haben wir nicht gewettet. Blöd, Mann. Hä? Schlag doch zu. So. Moin, Kelvin. Und wo sind wir jetzt? Ich glaube, in der Höhle war... Wow! Ja. Alter! Du blöde Kuh! Oh, wir sterben gleich noch. Schnell Medikamente nehmen. Boah! Jetzt geht mir langsam echt das Klebeband aus, ne? Seile haben wir mehr als genug. Alter, die ganzen Bluttropfen hier im Sichtfeld. Boah, ich würde jetzt aber auf jeden Fall gerne nochmal nach Hause laufen. Ja, dieses ganze verrottete Ekelzeug da, ey. Die ganzen Beine.
haben wir hier tatsächlich echt andere Klamotten noch, ne? So, ich warte eben, bis wir jetzt wieder full life sind. Echt ein bisschen simpel, aber da warte ich lieber ab. Bevor ich jetzt hier sterbe. Ich meine, man kann das nutzen, also mache ich es auch. Bin ja gespannt, was wir mit der Seilrutsche machen können. Und hier diese das Betäubungsgewehr. Ich werde mir da, glaube ich, echt noch mal ein paar so ein paar Videos mal zu angucken. Also richtig zufrieden bin ich damit auch noch nicht. Was wir damit machen können. Und es gibt hier scheinbar auch noch irgendwie eine Art Flinte, ne? Flintenlaufgeschoss. Das klingt ja wie so ein Jagdgewehr. Vielleicht für das Betäubungsgewehr. Vielleicht können wir da das auch wechseln. Oder ist das alles für die Schrotflinte? Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch so einen Aufsatz. Da ist die 9mm Munition. 35 Schuss immerhin. Oh, ihr seid aber viele. Ich glaube, wir überlegen es uns doch mal anders. Wir laufen mal. Wie komme ich jetzt hier nach Hause? Ist da vorne mein Heim? Ist das da hinten? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich laufe jetzt einfach durch. Einfach laufen, 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 einfach laufen. Ja, ich glaube, da haben wir gewohnt. Oder da wohnen wir noch. Oder wie auch immer, ist mir egal. Hauptsache nach Hause. Wie spät ist denn das eigentlich? 7.15 Uhr, okay. Hui. Einmal drüber gesprungen. Oh, endlich wieder frische Luft hier auch, ne? Ich bin schon ganz aus der Puste. Würde vielleicht nicht ganz so viel hier machen. Nicht, dass ich hier gleich nicht mehr rennen kann. Dann stehen die Gegner hinter mir. So, ich hoffe, wir haben auch alles, was es in dieser Höhle gab. Nicht, dass ich da nochmal rein muss. Ey, da habe ich keine Lust drauf. Wobei, wir haben Kreuz gefunden und wir haben das Seilwerfergewehr gefunden. Zuckerwatte. Vielleicht ist das ja immer so, dass das in den großen Höhlen immer zwei Sachen gibt. Ich weiß es nicht. So, schnell nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will Urlaub. Ich gehe jetzt in Urlaub. Oh. Hä, was machen die da? Fangen spielen? Nee, hä? Wollt ihr zu mir? Moin! Übrigens dein Cousin, den ich hier hab. Schnell weg. Die sind, glaube ich, nicht so erfreut, dass sie mich sehen. Die scheinen ja aber echt ab und an so lang zu joggen, ne? Diese Laufwege und so scheinen echt von den Leuten zu stammen. Oh, geil, Granaten. Geil, C4. Was hier noch? Das war's, ne? Wir waren schon mal hier. Da sind wir danach aber irgendwie gestorben. Weiß gar nicht mehr durch was, aber auf jeden Fall waren wir tot. Ich hoffe gerade, dass es jetzt wirklich unser Zuhause. Nicht, dass das hier ein anderer Strand ist. Oh nein, ich glaube, das ist der andere. Oder? Weil da ist ein Wasserfall. Was war denn der andere oder etwa nicht? Na gut, wir laufen einfach mal hin und gucken, ansonsten weiß ich ja, wo ich hin muss. Dann wissen wir nämlich, dass das hier jetzt Norden ist und da ist dann sonst unser Zuhause. Oder dieser Strand ist dort, also je nachdem, wo wir jetzt hier wirklich sind. Doch, da hinten. Da ist das Boot, wir sind hier richtig. Oh, das sind aber viele da unten. Machen jetzt mal Folgendes. Wir laufen mal hier lang. Wir hoffen, dass die uns jetzt nicht so sehen. Dann würde ich mir unten am Strand die ganzen Sachen mal wiederholen, die es da so gibt. Und dann würde ich mir hier noch ein paar Fische fangen. Da vorne vielleicht sogar. Guck mal, da sind ja ganz viele. So, mehr als drei geht ja auch irgendwie nicht, ne?
Ja, das ist alles verrottet hier. Scheiße. Schade. Na gut, ist dann halt so. So, die Waffe auf A4, die Keule. Muss mir da langsam mal ein System ausdenken, was wir da am besten nehmen können. Ihr seht gerade, da fällt Laub runter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so langsam dann jetzt, also schon Herbst ist oder wird. Und wir hier dann auch bald schon wieder Winter haben. Ich meine, wir haben ja hier auch schon fast einen Monat, ne? 26 Tage sind vergangen. Ganz schön viele, ne? Nachdem wir hier abgestürzt sind. Mein lieber Mann. So, wie komme ich denn da jetzt lebend runter an einem Stück? Ich glaube hier, das sieht doch ganz gut aus. Sehr gut. Das kann man bestimmt kaputt machen, ne? Kriegt man bestimmt ganz viele Dings raus. Wie heißt das nochmal? Stöcker. Also falls ich ab und zu ein bisschen länger brauche, um einen Satz zu beenden, nicht wundern. Liegt einfach daran, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, immer noch gesundheitlich. Man hört es auch ab und zu vielleicht ein bisschen raus. Und bin hier auch gerade ordentlich in Vorproduktion noch. Von daher kann das durchaus mal sein, dass ich mal irgendwie einen Faden verliere oder ähnliches. Hä? Achso, das ist die Musik, die da solche Geräusche macht. Na, Schildkröten. Wir haben noch so einen Panzer, ne? Ich will die eigentlich nicht töten. Und wenn wir sowas noch haben, mache ich das jetzt auch nicht. Das ist ein Blödsinn. Oh, eine Granate und C4. Haben wir hier alles. Ach, wenn wir einmal kurz drücken, können wir das auch wechseln hier. Kann ich das kaputt schießen? Oh ja. Ach, guck mal. Das gibt auch Plantinen. Warte mal, das ist doch ein Gaskocher, ne? Na? Wow. Okay. Ja, das geht. Okay. Oh, Geld. Wo habe ich das jetzt her? Keine Ahnung. Das kann also auch explodieren. Das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen. Kriegen wir hier noch eine Möwe? Ja, wenn sie nicht durch den Stein fliegt, würden wir sie bestimmt auch noch kriegen. Seile haben wir voll. Da vorne sitzen überall welche, aber sonst ganz ehrlich, ich habe glaube ich jetzt 4 oder 5 Sachen zum Aufhängen, also Fleisch bzw. Fisch. Das sollte reichen und zu dem Boot da da fahre ich jetzt nicht extra über, bzw. schwimme jetzt nicht extra rüber. Ja, guck mal, da ist unser Haus. Ich hoffe, Calvin hat soweit das Holz alles eingesammelt. Ich weiß gar nicht, kann ich das auch kombinieren mehr? Nee, das geht nicht, ne? Und Teil 1 konnte man nämlich hier, glaube ich, überall nochmal so Bänder dran machen. Dann konnte man die auch in Brand setzen oder irgendwie die Einwohner ja irgendwie mit der Farbe rot hatten, die ist ja irgendwie immer. Die konnte man dann ja irgendwie immer so ein bisschen beeinflussen damit oder so. So erziehen im Grunde. Boah, sind wir gleich zu Hause. Folge wird heute ein bisschen länger, aber nicht viel. Weil ich glaube, ich würde noch mal ganz kurz zu da hinten zu den Särgen laufen, oder? Die waren doch dort. Würde ja Sinn machen. 9 Uhr ist es erst, das geht ja noch. Können wir fast sogar schon wieder weiter die Hütte aufbauen. Oh. Oh! Münzen! Ach man, hier gibt's Münzen. Jetzt sehe ich das jetzt erst. Scheiße. Ja,
Habe ich nämlich die ganze Zeit gebraucht zum Teil und jetzt sehe ich, dass wir hier welche haben. Ja gut, dann weiß ich fürs nächste Mal. So, einmal trinken bitte. Flasche ist aufgefüllt, glaube ich. Da vorne waren doch die Särge, oder? Oder waren die da hinten? Ansonsten laufe ich jetzt wieder nach Hause, wenn die nicht da vorne sind. Ach nee, die sind weiter da hinten. Ja gut, dann erstmal nach Hause jetzt, komm. War gerade zu lange in dieser dunklen Höhle hier. Ich glaube, 2 oder 3 Folgen waren das jetzt. Ich weiß es gerade gar nicht. Die Zeit vergeht hier halt auch so flugs, ne? Oh, home sweet home. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir sind wieder da. Und die Lager sind voll. Kelvin hat gearbeitet. Oh, Kelvin. Sehr gut. So, hier können wir uns nochmal Federn holen. Und ist hier schon was gewachsen? Oh ja, da gucken wir gleich mal. Erstmal hänge ich hier das Gedöns auf. Ja, das vielleicht nicht, aber den Fisch vielleicht und das Fleisch. Hm, haben wir hier noch Platz? Nö. Obwohl doch hier. Da können wir noch was aufhängen. Nehmen wir mal Fleisch. Wir haben hier relativ viel Fisch hier. Seht ihr, ich habe mich gerade schon wieder verklickt hier. Wir essen mal ein Stück Fleisch. Oh, das ist auch noch essbar, weil das sieht irgendwie ein bisschen gammelig aus. Aber man kann es aber trotzdem essen. Wie komme ich denn da jetzt? Jetzt. Wie komme ich da ran? Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Ist das schon... Ah ja, das kann ich jetzt dann hier... Warum habe ich das weggeworfen? Kann ich das essen? Ja. Weiß nicht, was es macht. Ich esse es jetzt einfach mal. Aloe Vera. Und da sind wohl auch ein paar Samen dabei gewesen. Sehr gut. Dann schmeißen wir das Ganze hier nochmal an. Da einen Samen rein. Und hier vorne. Ich finde, das fällt eigentlich gar nicht mal so doof hier mit diesen Kästen so, ne? Spart halt Platz und man kann da halt halbwegs alles so da lassen. So Schafgarbe packe ich hier auch mal rein. Und dann vielleicht nochmal, was haben wir denn hier? Wegwarte. Igelkraftwurzsamen, das lassen wir auch mal dort. Das ist ja irgendwie für Gift, ne? Und ihr merkt es, ich drücke jedes Mal aus Versehen falsche Taste. Nehmt's mir nicht übel. Dann könnten wir hier noch 1, 2 Laternchen aufstellen. Wir haben jetzt ja mittlerweile 5 Stoff. Dann machen wir das heute noch zu Ende hier. Einmal drehen. So. So, hier. Und hier. Achso, Kelvin ist das. Okay. Kommen hier auch nochmal 2 Lampen hin. Oh, da ist ein Einwohner. Ich habe ihn gerade gehört. Wow. Wo bist du denn? Ich wollte gerade rumscherzen, ich brauche neue Knochen. Guck nicht so doof. Du hast angefangen. Kein Erbarmen. Ich mache hier auch mal zu. So. Ich hoffe, die laufen da hinten jetzt nicht durch. Ich weiß auch nicht, ob die da rüberklettern können oder so. Kaputt machen dürften sie es ja eigentlich nicht machen, ne? So. Oh, ich hoffe, dass die da nicht durchschlagen können, dass die das dann kaputt kriegen. Das wäre ärgerlich. Dann habe ich gar nicht gedacht, tatsächlich. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Dann macht's gut und... Ciao, ciao.